Hallo und herzlich willkommen im Keller. Es gibt was Neues zum Wolf. So, für dieses Video wäre es dann ganz hilfreich, wenn ihr so einigermaßen auf dem Laufenden seid, was ich so in den letzten Monaten und Jahren zum Wolf so erzählt habe. Also das ist jetzt so quasi ein Anschluss an eben das, was bisher so, wie gesagt, gewesen ist. Ne? Wir haben ja im Schwarzwald jetzt einen Wolf, das hatte ich zuletzt berichtet. Und wir wussten damals noch nicht so genau, ob das jetzt nur ein Wolf ist oder ob da gegebenenfalls vielleicht noch mehr da sind, beziehungsweise wie lange das möglicherweise noch dauern könnte, bis dann noch weitere hinzukommen. Inzwischen ist man sich relativ sicher, dass es sich tatsächlich nur um das eine Tier handelt. Das ist aber sesshaft, also ein sogenanntes territoriales Einzeltier. Sprich, der hat hier ein Revier und er wartet jetzt drauf, dass eine Wölfin bei ihm im Revier vorbeikommt. Das ist ein Rüde, der ist vermutlich ein Plus-Minus-Jährling, ne? Also der ist mit circa einem Jahr daheim ausgebüxt, was normal ist für Wölfe, das machen die halt so, wenn sie circa ein Jahr alt sind, Plus-Minus ein bisschen, dass sie dann halt eben daheim das Weite suchen und auf Wanderschaft gehen und ist dann gemütliche 700 Kilometer nach Süden marschiert, denn er kommt aus Schneverdingen, also einer Wolfspopulation bei Schneverdingen in der Lüneburger Heide und jetzt wohnt er bei uns im Schwarzwald und zwar, soweit man das jetzt inzwischen eingrenzen kann, ist die damals gewählte, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, Förderkulisse Wolfsprävention, also so ein Kringel quasi auf der Karte Baden-Württembergs rund um plus minus Bad Wildbad. Wem das was sagt, wem nicht, der kann es mal googeln, dass das wohl wirklich ziemlich gut hinkommt, wo diese Förderkulisse entsprechend ist. Man hat im Laufe der Zeit noch diverse verschiedene Spuren von diesem Wolf entdeckt. Leider ist er jetzt gerade vor kurzem, wahrscheinlich ist das gewesen, das ist immer noch nicht hochoffiziell bestätigt, also die DNA ist noch nicht ausgewertet, aber man hat jetzt erst vor kurzem, letzte Woche Donnerstag, glaube ich, war das, also wenn das Video ganz aktuell hochgeladen wird, sagen wir einfach mal, es ist 10 Tage her, so grob, hat er gerade erst wieder 2 Schafe gerissen. Also es waren jetzt doch nur 2 Schafe. Ich hatte in einem anderen Video so als kleine Randnotiz ganz am Ende angemerkt, dass es vielleicht auch 4 Schafe gewesen sein könnten. Nee, es waren tatsächlich nur 2. Ein drittes ist tatsächlich am Schreck wohl irgendwie stark beeinträchtigt worden, ob es das überlebt hat. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber es ist interessanterweise halt schon wieder vorgekommen, dass eben dieser Wolf, der hat auch eine Nummer, ich habe vergessen, wie er genau heißt, das ist so eine laufende Nummer, nach der die Wölfe beziffert werden und ist also jetzt kein besonders spektakulärer Name. Jedenfalls hat der jetzt zum nachweislich 3. Mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Nutztiere gerissen. Allerdings muss man ihm in Anführungszeichen zugute halten, dass er sich immer nur da Nutztiere geholt hat, wo die nicht speziell gegen den Wolf gesichert gewesen sind. Das ist auch nicht so einfach und dazu kommen wir jetzt noch. So, und aufgrund dieser Tatsache, dass er der Wolf schon wieder in Anführungszeichen zugeschlagen hat und der Tatsache, dass wir ja hier ein richtiges Wolfsgebiet, also Wolfsgebiet ist gleich Förderkulisse Wolfsprävention, haben, gab es jetzt 2 mehr oder weniger große Infoveranstaltungen eben zum Thema Wolf. Es gab die offizielle in Bad Wildbad selber. Ich nenne die jetzt einfach mal die offizielle, da war ich leider nicht. Beziehungsweise habe gedacht, es wäre dieselbe wie die, auf der ich jetzt gewesen bin. Aber das ist Glück im Unglück, weil wo ich jetzt gewesen bin, war die Infoveranstaltung vom Badischen Landwirtschaftshauptverband. Mit Sitz in Geschäftsstelle Aachen. Aachen, nicht mit Aachen zu verwechseln. Aachen und Hauptsitz in Freiburg. Ja. So, und ebenfalls aus Freiburg war da bei dieser Veranstaltung der, ich gehe mal davon aus, dass er da ziemlich viel zu melden hat, also der Chef auf gut Deutsch von der eben entsprechenden Wolf- und Luchs-Stelle, Forschungsgruppe von der FVA Freiburg, das ist die Forstliche Versuchsanstalt Baden-Württembergs, also sprich die Institution, wenn es um irgendwelche Wald- und Wildfragestellungen in Baden-Württemberg geht. Wissenschaftlicher Art, wohlgemerkt. So, und dieser Verband, ne, dieser
Landwirtschaftlicher Hauptverband Baden-Württembergischer Landwirtschaftlicher Hauptverband, nicht Baden-Württemberg, sondern nur badisch. Wichtig. Ja, die hatten da halt eben entsprechend geladen, die Tierhalter zum Infoabend. So. Und deswegen auch den entsprechenden Wolfsexperten Baden-Württembergs dazu auch geholt. Da kann man schon so sagen, dass der Mann und seine Arbeitsgruppe definitiv entsprechend die Experten, was den Wolf in Baden-Württemberg eben angeht, sind. So, bisher bin ich auch mit allem, was die machen, absolut 100% super einverstanden und schneide mir da gerne ein paar Scheibchen ab. Und das ist jetzt auch mehr oder weniger Ziel dieses Videos, weil ich habe halt eben dadurch, dass ich da jetzt war und da ein wenig Informationen aufschnappen konnte, ganz frische Dinge, die man zum Wolf jetzt nochmal ein bisschen sagen kann, für diejenigen, die das interessiert. Das ist ja klar, dass das jetzt nicht für die breite Masse, sondern nur wieder für die ganz Interessierten ist. Ne? Das ist ja bei meinen Videos meistens so. So, und das Ganze war jetzt interessant, dahingehend, diese Veranstaltung, dass, also wir erstens mal wissen, dass es sich wirklich nur um einen Wolf handelt, so man das irgendwie abschätzen kann, es sei denn, und das ist aber eine super geringe Chance, dass diese letzte Riss, der halt noch nicht gentechnisch ausgewertet ist, also sprich die Genanalyse ist noch nicht durch, wer da jetzt nun letztendlich zugebissen hat, dass da aber rauskommt, dass das jetzt ein anderer Wolf gewesen ist, ist hoch unwahrscheinlich und damit hätten wir dann nach wie vor eben nur diesen einen territorialen Einzelrüden. So, interessant war jetzt dahingehend, dass dieser, nennen wir ihn einfach mal Bauernverband, Badische Bauernverband, der heißt nicht so, das gibt tatsächlich nämlich, glaube ich, auch noch einen richtigen Bauernverband, den gibt es aber, glaube ich, im Baden-Württembergisch und nicht im Badisch, ich weiß es nicht. Tatsache ist jedenfalls, dass die ausgewiesen und offiziell erklärte Wolfsgegner sind. Das ist mal dahingehend interessant, dass ich mit einem Wolfsgegner-Organisation in Anführungszeichen noch nichts zu tun hatte. Aber bevor jetzt jemand den großen Schreck kriegt, oh mein Gott, die sind Wolfsgegner. Sehr vernünftig, also als Verband. Es war natürlich auch bei dieser Veranstaltung Menschen anwesend, die das Ganze ein wenig sehr emotional gesehen haben und da dann entsprechend ein wenig, sagen wir mal, lauter geworden sind, so richtig, richtige Hardcore-Schwarzwälder, so ein Hardcore-Schwarzwälder, wenn man dem irgendwie sein Hardcore-Schwarzwälder-Dasein ein bisschen madig macht, dann wird er ganz schnell ganz not amused. Und da muss ich sagen, mit meinen niedersächsischen Ohren gebürtigerweise, auch wenn ich jetzt schon eine ganze Weile in Baden lebe, sind so Leute dann echt schwer zu verstehen. Also, heieiei, dialekttechnisch. Naja, ja, aber so viel zum Ambiente eben. Besagter Verband hat uns eben darauf hingewiesen, dass die den Wolf natürlich nicht brauchen, mit der Einschränkung, dass es ihnen wurscht ist, was der Wolf da oben im Wald macht. Und das finde ich ehrlich gesagt schon mal ganz gute Einstellung. Also auch der Hinweis, dass man im Grunde nichts gegen den Wolf als Tier und so weiter und so fort hat. Man möchte halt nur wirklich auf jeden Fall in jeder Art und Weise mit ihnen nötigen Maßnahme verhindern, dass der Wolf halt eben entsprechend als Nutzvieh rangeht. Das ist ja nachvollziehbar. So, und jetzt wissen wir noch aus dem letzten Mal, hoffentlich, wenn nicht, wiederhole ich es nochmal schnell, dass ja diese Einrichtung dieser Förderkulisse Wolfsprävention, also sprich dieses Wolfsgebiets, in dem ich jetzt auch hause, dazu führt, dass die hiesigen Nutztierhalter jetzt 90% ihrer Kosten für das Anschaffen wolfssicherer Zäune erstattet bekommen. Das klingt jetzt erstmal super, das ist auch echt nicht schlecht, außerdem kriegen sie theoretisch noch die Kosten für Herdenschutzhunde eben entsprechend ersetzt. Ich weiß nicht, ob 100% oder nur anteilig. Allerdings war jetzt bei dieser Veranstaltung niemand dabei, der sich jetzt groß für Herdenschutzhunde interessiert. Und die Meinung vom Vortragenden war halt auch eben dementsprechend, dass Herdenschutzhunde zwar eine schöne Sache sind, ist aber was für Liebhaber, beziehungsweise wer es will. Ne? Also man muss das schon wollen, können, den Aufwand betreiben. Das ist nicht so für jeden, dass du jetzt einfach aus der Schafhaltung raus sagst, okay, dann halte ich mir jetzt dazu noch 4 Herdenschutzhunde oder was zu meiner Schafherde. Das ist so einfach jetzt auch nicht getan. Klar ist das eine relativ effiziente Sache, wenn die Herdenschutzhunde sich eben entsprechend gut ausgebildet
dann da einfinden, aber es ist schon wirklich relativ kompliziert. Und damit haben wir auch so mehr oder weniger den springenden Punkt, was ich bei meiner Darstellung der ganzen Wolf-Debatte bisher auch sträflich, muss ich sagen, vernachlässigt habe, ist, ja, die kriegen Kohle. Ja, die kriegen diverse schöne Dinge bezahlt, aber was die nicht bezahlt bekommen, und das ist wirklich der springende Punkt, und das müssen wir jetzt wirklich nochmal betonen, ist der Arbeitsaufwand. Es mag sein, selbst wenn sie den Zaun zu 100% dahingestellt bekommen, selbst wenn man ihnen den Zaun quasi zu ihrer Herde kart und da auslädt, dann haben sie immer noch den enormen Arbeitsaufwand, dass sie diesen Zaun dann jedes Mal aufstellen müssen und verstellen müssen, also woanders hin transportieren müssen, sobald die Herde halt mal woanders grast. Und das ist ja, selbst wenn es sich nicht um Wanderschäferei handelt, sondern nur um so Halbstationäre, wo sie mal auf dem Hang sind und dann mal auf dem Hang und auf dem Hang, Hang sage ich absichtlich, kommen wir gleich dazu, das bleibt der Sache unglaublich aufwendig, jedes Mal eben diese ganze Zaungeschichte da auf- und abzubauen. Und die haben zwar alle nicht besonders viel Geld, diese Nutztierhalter im Regelfall, also reich wird man da wirklich von nicht. Das ist, glaube ich, relativ eindeutend, gerade insbesondere bei Schafen, da verdienst du selbst in Schottland, müsstest du schon wirklich gigantische Herden haben, dass du davon leben kannst nach wie vor. Das ist wirklich schwierig mit Nutztierhaltung und auch in Zeiten von Wolle als, naja, eher für die ausgefalleneren Anwendungen, ne, wo man Wolle nicht mehr wirklich in riesigen Mengen benötigt, ist der Wollpreis halt jetzt auch nicht gerade besonders bombig. Natürlich sind Wollpullover was ganz, ganz Großartiges, steht gar nicht zur Debatte, und auch sonstige Wollkleidung, alles ganz toll, Wolle, super Material, aber das verkauft sich halt jetzt nicht so wahnsinnig Bombe in Anbetracht dessen, dass ein wie Wolle aussehender Polyacryl, was auch immer, Pulli, ne, ein Zehntel von dem kostet, was man für ein entsprechendes Echtwollkleidungsstück dann, je nach Situation natürlich, entsprechend hinlegen müsste. Ne? Also das macht das schon wirklich schwierig. Schwierig, ne? So, jetzt. Also, Arbeitsaufwand wird halt noch überhaupt nicht in irgendeiner Form bezuschusst. Was auch noch erschwerend dazu kommt, ist diese 90% Ersatz, das habe ich nämlich auch nicht gewusst, das ist vom den Bruttoanschaffungskosten. Heißt, nehmen wir mal an, der Zaun kostet brutto 1.000 Euro. So, von diesen 1.000 Euro kriegt man jetzt 900 als Schafhalter zurück. Okay, 100 Euro hat man jetzt vielleicht noch. So, das Blöde ist jetzt aber nur, dass die meisten dieser Schafhalter entweder Hobby-Schafhalter sind, so oder nebenberuflich oder sonst irgendwie nicht umsatzsteuerpflichtig. Und als nicht umsatzsteuerpflichtige müssen sie die nicht abführen und nicht auf ihren Kunden umlegen, aber sie müssen sie dann halt selber zahlen, weil sie selber der Endverbraucher sind. Soll heißen, da kommt dann eben nochmal 19%, also sprich 190 Euro obendrauf, und dann sind sie bei 290 Euro für ihren Zaun, der sonst eigentlich nur 1.000 gekostet hätte. Wenn man ihn dann netto entsprechend kaufen könnte und ja eben mit den 90% abgezogen und so weiter. Ihr kapiert schon, denke ich. Also heißt, es ist schon noch mal ein bisschen teurer, als man denkt, wenn man das mit den 90% hört. Das heißt, da musste ich mich also der Meinung dieses Verbandes entsprechend anschließen und darauf hinweisen, dass das dann doch nicht so super ist mit der Förderung, wie ich ursprünglich dachte. Und dann haben wir halt eben noch das große Problem mit der Zeit. Die Leute machen sowieso schon Überstunden ohne Ende. Nach ihrer regulären Arbeit, die fast alle noch haben, müssen sie dann halt noch jeden Tag mehr oder weniger raus und überprüfen, ob bei ihren Tieren alles in Ordnung ist und bei ihrem Zaun alles in Ordnung ist. Denn wenn die nicht regelmäßig ihren Zaun überprüfen, dann zahlt er keine Versicherung, sofern sie überhaupt eine haben. Außerdem ist das dann wiederum Pflicht für die Haftpflicht, weil, das ist nämlich nochmal so ein Punkt, den man nicht weiß, wenn man da nicht wirklich mit den Betroffenen und den Leuten, die sich da wirklich ganz, ganz gut auskennen und da genau drin stecken, redet. Was noch erschwerend dazu kommt, ist, wenn so ein Wolf kommt zu einer Herde, egal beliebiges Tier, dann wird im Regelfall jedes Tier, das da so in Herde in so einer Koppel gehalten wird, gegebenenfalls in Panik geraten und dann rennt das gegebenenfalls los. Und wenn das jetzt nur ein Elektrozaun ist, selbst wenn der ordentlich Wumms hat, dann kann das schon sein, dass ein völlig in Panik sich befindliches Jungochsen-Team von ein paar Viechern auf die Idee kommt, dann wirklich trotzdem durch den Elektrozaun halt durchzubrechen. Das können die, das ist zu erwarten, dass das passieren kann. Insbesondere, wenn man nur einen Elektrozaun in Anführungszeichen hat. Oder wenn sie
einen normalen Zaun haben, also wirklich einfach nur einen hohen Maschendrahtzaun beispielsweise, dann ist es auch zu erwarten, dass die gegebenenfalls diesen Zaun niederreißen in ihrer Panik, weil die haben halt schon Mordskraft, diese Tiere. Selbst bei Schafen, wenn das ein kleiner Elektrozaun ist, dann kann das auch da sein, dass wenn die ganze Herde dagegen drückt, dass auch da der Zaun nachgibt. So, und jetzt ist das Problem, dass unter diversen Bedingungen, die durchaus meistens so sind, der Tierhalter dafür verantwortlich ist, wenn dem Tiere ausbüchsen und dann gegebenenfalls eine Gefährdung der Allgemeinheit darstellen. Soll heißen, angenommen, dem Schäfer rennt die Schafherde davon und rennt auf eine Straße. Dann verursacht die Schafherde einen Unfall und wer ist dann schuld? Der Schäfer. Oder wenn ein Rinderhalter Rind weg abhanden kommt und das muss dann eingesammelt werden, man hört es hin und wieder mal in den Verkehrsnachrichten, Rind steht auf der A8 oder wo auch immer, dann kostet das eben auch entsprechend die Kosten des Einsatzes, um dieses Rind da einzufangen, gegebenenfalls eben auch abzuschießen oder sonst irgendwie zu entfernen, um halt eben die Gefährdung der Allgemeinheit quasi zu verhindern. So. Und das heißt, dass man jetzt quasi, selbst wenn man gar nicht einen Elektrozaun hat, trotzdem immer noch festere Zäune verbauen muss unter gewissen Bedingungen, weil einfach die Tiere nicht ausbrechen dürfen, können dürfen, wenn eben entsprechend sie in Panik geraten. Und dass sie in Panik geraten, wenn der Wolf kommt, selbst wenn er gar nicht reinkommt, und das ist ja noch der springende Punkt, selbst wenn man so einen Zaun hat und der Wolf kommt gar nicht rein, dann kann es sein, dass die Tiere eben trotzdem rauskommen, weil die als Herde stark genug sind, den Zaun zu überwinden und der Wolf selber zwar nicht reinkommen würde, aber eben gegebenenfalls vor dem Zaun hockt und die Schafe durchaus registrieren, dass es sich bei diesem seltsamen Tier da vorm Zaun nicht um einen Freund handelt. So genau weiß man das alles natürlich noch nicht. Dass die entsprechenden Ängste da sind, ist aber absolut nachvollziehbar und dass die Folgekosten, mal abgesehen von der Tatsache, dass der Zaun relativ hoch bezuschusst wird, ganz gewaltig noch hoch sind, das habe ich so auch nicht gewusst. Und jetzt nochmal, damit das wirklich eindeutig wird, ich habe es eben, glaube ich, nur angedeutet, der Zeitaufwand ist halt auch gewaltig für die ganze Pflege dieser Zäune und den ganzen Arbeitsaufwand mit all dem Kram, den der Wolf verursacht, jetzt mal durch die Bank einfach alles zusammengenommen. Und bei vielen eben dieser Schafhalter ist es so, das ist gar nicht so sehr das Problem, dass die kein Geld haben. Das Problem ist bei denen eher so, dass die einfach nicht noch mehr Zeit haben. Die müssten dann wirklich jemanden einstellen, der täglich nach den Schafen schaut und täglich da halt eben sämtliche Zäune kontrolliert. Das ist auch teilweise saumäßig schwierig, es technisch umzusetzen. Dann müssen die Zäune feste Erdstangen mit möglichst noch einen Meter Tiefe oder sowas müssen die haben, damit das mit der elektrischen Spannung überhaupt funktioniert, damit so ein Zaun ordentlich Wumms hat. Also das ist auch technisch sehr schwierig umzusetzen. Davon habe ich jetzt nur die Hälfte verstanden, was da erzählt wurde. Tatsache ist jedenfalls, es ist ein Mordsaufwand. Und man kann einen wolfssicheren Zaun, der so richtig Wumms hat, also von der Stromstärke her eben, in so einem Schwarzwaldboden nicht wirklich verankern, weil der total flachgründig ist. Damit kenne ich mich jetzt wieder aus, das ist Bodenkunde. Und da kriegt man gar keinen Pfahl einen Meter in den Boden, das Ganze vergessen. Bei ganz vielen Böden, eben gerade in diesen marginalen Lebensräumen, die zu mager sind, um da so richtig effizienten Wald zu betreiben, die zu mager sind, um da reguläre Landwirtschaft im Sinne von Getreideanbau oder Ähnlichem zu betreiben, die genau richtig sind für die Beweidung, was auch politisch gewünscht ist, dass die beweidet werden zur Offenhaltung ökologisch wertvoller Landschaften. Ne? Das kennt man ja auch bei vielen Naturschutzgebieten, dass da ganz viele entsprechende alte Schafrassen drin unterwegs sind, die zur Beweidung eben eingesetzt werden, um halt die Landschaft offen zu halten, damit die nicht zuwaldet und zu einem regulären Wald wird, sondern diese besondere, magere Wiese mit den besonders vielen Orchideen und den besonders vielen Blüten für die Schmetterlinge und die Bienchen und so weiter und so fort eben bleibt. Also schon wichtig, das gebe ich ja zu, dass es eben solche offenen Wiesen aus verschiedenen Gründen geben muss. Wie viele davon und ob das so schlimm wäre, wenn ein paar davon zu Wald werden würden, darüber kann man sich jetzt natürlich trefflich streiten. Aber dass das grundsätzlich notwendig ist, in einem großen Anteil dieser Flächen, das steht außer Frage. Will man nicht diskutieren. So. Ja, und deswegen müssen eben gerade diese schwierig zu bewirtschaftenden Flächen, gerade die müssen beweidet werden, insbesondere Hänge. So, und an Hängen kann man keinen Zaun bauen. Das geht so gut wie überhaupt nicht. Kann man sich ganz gut vorstellen. Selbst wenn du einen Zaun an den Hang stellst, dann ist der meinetwegen 90 cm hoch, der Hang ist so, du stellst da einen Zaun von 90 cm hin, dann kommt der Wolf, macht einmal einen ganz kleinen Hopp, ups, und dann ist er schon drin.
und runter kann er genau das gleiche machen und hups, ist er wieder draußen. Tatsächlich weiß man aus Erfahrung, dass Wölfe ungern über Zäune springen. Das gilt generell für Wildtiere. Selbstverständlich können die das, klar, physiologisch überhaupt kein Problem. Aber das ist denen suspekt. So einen Zaun können die nicht richtig zuordnen, deswegen springen die da ungern drüber. Geht man sehr von aus und hat man ein bisschen nach dem momentanen Stand der Forschung, und das ist jetzt nicht nur irgendeine Vermutung von mir, sondern tatsächlich eben so wissenschaftlich beobachtet worden, ist es relativ unwahrscheinlich, dass die dann über so einen Zaun drüber gehen. Aber natürlich auch nur relativ unwahrscheinlich, nicht unmöglich. Wer also zusätzliche Sicherheit haben möchte, braucht halt noch einen höheren Zaun oder baut über einen regulären Zaun dann oben nochmal eine zusätzliche Litze. Das kann irgendein ganz normales Band sein, ohne Strom. Einfach, dass dann noch ein Objekt hängt, wo der Wolf dann nicht genau weiß, was ist jetzt, wenn ich da drüber springe, verletze ich mich dann und so weiter und so fort. Weil die sind einfach vorsichtig. Ein Wildtier springt nicht großartig hoch in der Gegend rum, auch wenn es das rein physiologisch vielleicht kann. Solche Springaktionen sind immer mit einem gewissen Verletzungsrisiko verbunden. Verletzungsrisiken versuchen Wildtiere um jeden Preis absolut zu vermeiden und nehmen sie nur in Kauf, wenn es wirklich aus ihrer Sicht absolut notwendig ist. Das ist meistens bei solchen Zaunüberwindungsaktionen nicht der Fall, weil sie ja schon auch noch woanders was zu fressen finden würden, nämlich Rehe im Wald und Ähnliches. Ne? So, heißt am Hang Zäunungen möglich. Am Hang gleichzeitig aber Mähen, also die Alternative zur Beweidung, auch unmöglich. Soll heißen, bei Wolf und damit einhergehenden Verlust der ganzen Kleintierhalter, also der kleinen Weidetierhalter, so hätte man da wirklich massive Probleme, eben solche Hangflächen dann noch vom Wald offen zu halten. Flach unten an der Ebene, das mag dann ja vielleicht noch funktionieren, es sei denn, da fließt ein Bach. Weil der letzte Fall, wo der Wolf eben entsprechend gekommen ist, da hat man dann auch Bilder sehen können, war so, dass die am Bach waren und gezäunt auf drei Seiten, nur nicht zum Bach, weil die Schafe gehen nicht freiwillig durch den Bach. Das war nicht der jüngste Fall, das war dieser Fall mit den 40 toten Schafen. Ich hatte das erwähnt, wo wirklich alles schief gelaufen ist. Und die waren halt eben zum Bach hin eben nicht entsprechend gezäunt. Und das kam dann auch dazu, oder vielleicht war es doch nochmal ein anderer Fall, ich weiß es nicht, aber jedenfalls gab es so einen Fall, dass sie dann versucht haben, durch den Bach zu flüchten. Und jetzt ist so ein Schaf nicht in der Lage, so ein super steiniges Bachbett so richtig zu durchqueren. Entweder haben sie sich da Knochen gebrochen oder dadurch, dass die, das ist halt ein Nutztier, so ein Schaf, dadurch, dass sie dann nass geworden sind, Schafe können nämlich nicht schwimmen, also sie können schon diese Paddelbewegung machen, aber sie können nicht wirklich effizient schwimmen, weil die Wolle saugt sich derartig voll, dass das Schaf dann so schwer ist, dass es untergeht. Da können die nicht gegen anschwimmen, die haben ja auch keine Flossen oder Ähnliches. Und das hat halt dann zu wirklich ertrunkenen Schafen in einem eigentlich relativ flachen Bach geführt, weil die halt durch den Bach flüchten wollten. So, aber normalerweise gehen die da nicht durch unter normalen Bedingungen. Deshalb ist es auch nachvollziehbar, dass dieser Bach nicht abgezäunt gewesen ist. Außerdem kann man direkt am Bachufer auch wieder nicht wirklich einen Zaun aufstellen. Da ist die Landschaft irgendwie hügelig, dann liegen noch so Felsen dazwischen. Das ist fast nicht möglich, da wirklich einen geschlossenen Zaun hinzukriegen. Außerdem, der Wolf mag vielleicht nicht über den Zaun drüber springen. Was der Wolf hingegen sehr wohl tut, ist drunter durchkriechen. Wenn er irgendwie da und auch ein bisschen buddeln. Die graben ja auch Höhlen, wenn es sein muss. Also so ein Wolf ist durchaus grabefähig und unter so einem Zaun durchgraben, wenn der nicht entweder wirklich in die Erde eingelassen ist, 50 cm, so wird es empfohlen, oder unten nochmal so eine extra Stromspannungskabel hat oder sonstige Sicherungsmethoden, dann kommt der da schon relativ gut durch. Und insbesondere in so einem unebenen Gelände, ja, es ist unglaublich schwierig, also wirklich diese Zäunung, so wie sie vorgesehen ist, so wie sie gefördert wird, durchzuführen in der Praxis. Und das war auf jeden Fall also jetzt eine Erkenntnis, die mir sehr eingeleuchtet hat, als man mir das jetzt erklärt hat. Und macht definitiv Sinn, gerade wenn man auch weiß, an welchen Hängen diese Hänge kennt, dieses Bild im Kopf hat von diesen Hängen, da eben diese Beweidung stattfindet. Das kann man nicht wolfsicher absichern. Da müsste dann wieder der Hütehund, der Herdenschutzhund eben entsprechend zum Einsatz kommen. Aber das ist auch wieder so nicht so richtig möglich, ne? Weil wenn es sich nur um so einen Teilzeittierhalter handelt, der von 8 bis 17 Uhr oder was, oder 8 bis 16 Uhr von mir aus, in seinem regulären Betrieb arbeitet und dann noch aufs Feld soll und dann auch irgendwie Zeit für Frau und Familie haben soll, dann wird das wirklich einfach vom Arbeitsaufwand mit dem Hund auch
unglaublich unpraktikabel und dann geben sie halt eben die Weidetierhaltung auf. So, und dann haben wir halt den Salat wieder, wie eben erwähnt, dass diese Flächen dann zuwachsen. Und das will ja auch keiner. So, heißt, aus politischer Sicht müsste man jetzt Folgendes tun und da sind wir uns, glaube ich, relativ einig gewesen, die anwesenden Herren, also die Experten und mit dem, was ich schon in meinem allerersten Wolf-Video gesagt habe, wenn der Wolf in Deutschland eine Zukunft haben soll, dann muss man Folgendes tun, man nimmt viel Geld, ganz viel Geld, so einen richtigen, riesigen Sack, so, ne, Dagobert Duck-artig an Geld, so. Und dann kriegen die Weidetierhalter super viel Geld. Nicht nur viel Geld, sondern super viel Geld. So viel Geld, dass sie jeweils jemanden einstellen können, der für sie nach ihrer Herde guckt. Ne? Also der Wolf, um das klarzumachen, ist volkswirtschaftlich gesehen für das ganze, gesamte Land, ne? Für alle zusammen, ist das Ding sauteuer. Das ist so. Das steht völlig außer Frage, dass das sauteuer ist. Wenn wir also unbedingt wollen, dass sich bei uns ein Wolf in den Wäldern rumtreibt, was bei mir durchaus der Fall ist, dass ich das will, dann müssen wir halt bereit sein, bei irgendwas anderem, wo der Staat investiert, zu kürzen, ne, meinetwegen weniger Autobahnen oder mehr Schlaglöcher in den Autobahnen oder irgend sowas, nur als Beispiel. Und dafür kriegen halt alle, die Nutztierhalter sind oder sein wollen, kriegen halt einen Arsch voll Geld, damit sie halt eben den zusätzlichen Aufwand mit dem Wolf vertragen können. Und es gibt quasi eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Hirtenjungen, wenn man das so nennen möchte. Ne? Also das wäre eigentlich vielleicht mal gar nicht so ein bescheuerter Ansatz. Studenten, Schüler, ne, als Ferienjob, als Nebenjob, als abends mal noch 2 Stunden auf die Weide gehen und so weiter und so fort und den Zaun abchecken und so, ja, solche Sachen, ne? Da müsste man halt einfach nur das Geld eben entsprechend in die Hand nehmen, dass das Geld da ist. Dann kann sich auch jeder Weidetierhalter so einen Hirtenjungen in Anführungszeichen oder auch Hirtenmädchen, selbstverständlich. Es war halt früher immer meistens der Hirtenjunge. Heutzutage braucht das natürlich selbstverständlich nicht zwingend der Junge sein. Ja, das wäre mein Lösungsansatz. Aber das kostet halt ein Schweinegeld. Und das ist halt wichtig, dass einem das echt nochmal klar ist. Ja, das war also meine Erkenntnisse aus dem Vortrag von eben diesem Verband und die haben auch ein paar konkrete Forderungen gestellt, sehr schön. Und zwar möchten sie gerne einen gesetzlichen Ersatz an Schäden mit gesetzlicher Regelung, weil bisher zahlt zunächst mal tatsächlich ein Fonds aus der Kasse diverser Naturschutzverbände, die rechtszahlungskräftig sind. Also ich glaube der NABU meines Wissens größtenteils. Das heißt, der NABU zahlt diese Ersatzerstattung von den Kosten von gerissenen Schafen. Das zahlt tatsächlich nicht der Staat, sondern der NABU. Der Staat hat zwar gesagt, ja, wenn es super teuer wird, dann helfen wir euch aus. Aber es gibt keine gesetzliche, vorgeschriebene Regelung, die besagt, dass der Staat da irgendwas zahlen muss, weil so ein Wolf ist ein Wildtier, das ist damit herrenlos und damit kann keiner was dafür, für das, was ein herrenloses Tier so tut. Da ist niemand haftbar irgendwie, noch. Und da müsste eine entsprechende Gesetzesänderung her, das sehe ich auch so. Also da sind wir uns auch schon einig. Dann praxisgerechter Herdenschutz. Ne? Also die Sache mit dem Zaun finanzieren, das ist ja schön und gut. Ich muss hier kurz an der Fokus ein bisschen drehen. Alles super, aber wo es nicht geht, da geht es dann halt nicht. Und dann muss man entweder akzeptieren, dass es da dann halt wirklich nicht geht oder an der Stelle irgendwelche Sonderlösungen für viel, viel, viel Geld zur Verfügung stellen und vor allen Dingen halt eben auch den Arbeitsaufwand bezahlen. Dass man also sagt, jeder Tierhalter bekommt eine Aufwandsentschädigung von ganz viel Euro dafür, dass er halt dann jetzt noch seine Zäune dauernd umsetzen muss und so weiter und so fort. Das heißt, dass er dann auch bei seinem regulären Arbeitgeber, wenn es nur ein Teilzeit-Tierhalter ist, und das ist ja bei fast allen so, sagen wir mal, aus einer 40-Stunden-Woche eine 36-Stunden-Woche machen kann oder eine 35-Stunden-Woche oder irgendwie sonst wie und finanziell ungefähr aufs Gleiche rauskommt. Also solche Sachen, über sowas kann man da definitiv reden. Das sind jetzt aber nur meine Theorien, wie man das umsetzen kann. So, dann habe ich leider hier, da kann ich das nicht mehr lesen, dieser Zettel war scheiße und der Kugelschreiber hat nicht geschrieben.
Ja, und gewünscht ist ein Abstoß vom Wolf, wenn der sich Weidetieren nähert. Ich weiß es noch, das hatten wir unter meinem ersten Wolfsvideo relativ viel diskutiert. Also bei den ganz ersten Wolfsvideos, der erste Dreiteil, der ist schon Jahre her, bestimmt 2 oder 3, weiß ich nicht. Egal, jedenfalls war das doch relativ jung, als mein Kanal noch nicht sehr alt war, dass ich das dann gemacht habe. Und da gab es in den Kommentaren halt eben viel Diskussion, wie man jetzt verhindern kann, dass der Wolf sich den Menschen nähert, beziehungsweise den Nutztieren nähert. Ja, und da gab es also auch eine Fraktion von Leuten, die darauf hingewiesen haben, dass es doch möglich sein müsse, wenn man einen Wolf schießt, sobald die sich quasi irgendwelchen Nutztieren nähern und nach Möglichkeit, wenn sie als Rudel kommen. Und es ist meistens so, also wenn Rudel da sind, dann kommt auch gleich das ganze Rudel zur Jagd, dass man dann am besten nach Möglichkeit einen Jungwolf wegschießt und die Altwölfe, ratter, 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 ding, okay, wenn ich mich diesen komischen, leckeren Tieren in dieser praktischen Ready-to-Eat-Verpackung nähere, dann kriege ich einen Jüngling weggeschossen oder eine Jünglingin. Und dass dann ein entsprechender Lerneffekt stattfindet. Also das ist eine durchaus sinnvolle Überlegung. Ne? Also das ist schon eine Maßnahme, über die man nachdenken muss, weil, ja, das könnte schon Sinn machen. Und ob das zu radikal ist oder ob man erstmal mit Gummigeschossen schließen muss oder nicht, das kann wir diskutieren, können wir auch gerne jetzt in den Kommentaren diskutieren. Jedenfalls wäre das die Forderung, die Sie da haben. Und ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich weiß es nicht, ob es nicht wirklich vielleicht für den Anfang noch ein bisschen zu radikal ist und man für den Anfang tatsächlich mal die Gummigeschossmethode vielleicht eventuell ausprobieren könnte. Da kommt aber noch erschwerend dazu, wie das gleiche wie bei Wolf betäuben und woanders wieder aussetzen, was übrigens auch nicht hilft, da gibt es entsprechende Forschungsergebnisse. Da hat man Wölfe 2000 Kilometer weit weg wieder ausgesetzt. Sie sind 2000 Kilometer wieder genau dahin gelaufen, wo sie hergekommen sind. Die können sich wunderbar orientieren. Das muss irgendwie mit dem Geruchssinn wahrscheinlich zusammenhängen. Ist überhaupt kein Problem und 2000 Kilometer sind keine Distanz für einen Wolf. Man müsste also einen Wolf aus dem Schwarzwald im Novosibirsk, nein, am besten noch weiter hinten, in Sibirien aussetzen, damit auch nur die Chance besteht, dass der nicht wiederkommt. Und dann setzt den mal wo aus, wo nicht schon irgendein anderes Wolfsrudel lebt, weil die fressen sich ja gegenseitig, wenn die gegenseitig in fremde Rudel eindringen, als erwachsener Wolf insbesondere. Ja, also da gibt es einen richtigen Krieg. Wir verstehen da überhaupt keinen Spaß bei territorialen Versetzungen von Artgenossen. Gut, ja, aber lassen wir das, sonst geht das hier noch ewig. Und sie hätten gerne da, wo sehr, sehr viel Beweidung gemacht werden soll, beispielsweise potenziell sowas wie die Lüneburger Heide, da hockt jetzt jede Menge Wolf, das würde da an der Stelle also überhaupt nicht gehen, aber potenziell wäre das einfach ein Gebiet, wo sehr viel Verweidung stattfindet und da denken sie sich dann, dann macht man da jetzt ein sogenanntes wolfsfreies Gebiet. Die Idee ist jetzt auch nicht völlig vom Himmel gefallen, sondern sowas gibt es tatsächlich in Skandinavien. Und ich meine, es wäre Schweden gewesen, die haben sozusagen eine Linie gezogen, ab der Rentierhaltung ist, wo also die Sami, die Ureinwohner Skandinaviens, eben entsprechend mit ihren Rentieren unterwegs sind und über diese Linie drüber, also nach Norden hin, soll kein Wolf drüber. Soll heißen, die paar Wölfe, die Schweden hat, und Schweden hat vergleichsweise wenig Wölfe, wir haben jetzt schon mehr, und Schweden hatte eigentlich immer welche, aber immer nur ganz, ganz wenig. Und die wurden auch immer schon durchgehend mehr oder weniger reguliert, also bejagt. Und ja, es gibt da wirklich so eine Linie, die gewollt ist, dass da der Wolf nicht drüber darf. Also ist er südlich dieser Linie, ist er geschützt bis zu einem gewissen Grad. Ne? Es gibt da auch Abschussquoten, wenn es mal wieder ein paar mehr sind. Ist er über der Linie drüber, dann wird er geschossen, sobald er erwischt wird. Und das funktioniert aus Sicht der Rentierhalter und aus Sicht der Schweden wohl scheinbar ganz gut. Kann man so machen. Es ist ja nicht so, dass das nicht geht. Das geht schon. Das klingt für viele von uns wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen radikal, aber ich kann auch diese Forderung durchaus nachvollziehen. Es ist natürlich schwierig, ne? Das müssen die Tiere, es muss schon eine gewisse Population da sein, dass die Population es überlebt, dass man mehr oder weniger für die Tiere gesehen willkürlich irgendwo irgendwelche Todeszonen quasi ausweist, wo sie nicht hin dürfen. Man kann ja kein Schild feststellen, hier bitte wolfsfreie Zone, Wolf bitte wieder umdrehen. Klappt ja nicht. Und deswegen ist das schwierig und wird halt viele Wolfsabschüsse gegebenenfalls zur Folge haben. Und auch am Beispiel Schweden können wir sehen, die Wolfspopulation in Schweden ist halt super klein. Die haben halt so ein ganz paar. Und das Problem ist,
so ganz kleine Populationen, die sind wieder nicht reproduktionsfähig wegen dem genetischen Austausch. Dann gibt es halt Inzest, um es mal deutlich auszudrücken. Das heißt, kann ich nachvollziehen, die Forderung wurde in anderen Gebieten gemacht und man kann das selbstverständlich machen, das geht. Aber das ist halt wirklich so ein, der Wolf ist noch so lange da, bis er sich quasi selber wegzüchtet, indem er so viele Erbkrankheiten hat, dass kein gesunder Wolf mehr rumspringt. Was dann gegebenenfalls vielleicht auch zu kranken Tieren im Sinne von verhaltensgestört und dann gegebenenfalls gefährlich führen könnte. Aber das ist nur meine Theorie, das hat mir jetzt sonst so keiner gesagt, aber wäre eine mögliche Folge. Gut, ja, also das waren eben diese Forderungen. Und da muss ich echt ganz ehrlich sagen, das ist erstaunlich vernünftig, ne? Also es sagt keiner, der Wolf muss wieder weg, die müssen die jetzt alle wieder ausrotten wie schon mal und die müssen alle wieder weg, sondern die wollen einfach nur das Geld und die Möglichkeiten, weiterhin mit einem vertretbaren Aufwand Weidetierhaltung betreiben zu können. Und wenn der Wolf irgendwo anders ist, auch gerne nebendran im Wald, solange er da bleibt, ist alles in Ordnung. Gesunde, vernünftige, von mich wirklich nachvollziehbare Einstellung. So, und bevor ich jetzt noch 8 Stunden laber, hätte ich jetzt noch ein paar interessante neue Zahlen. Und zwar ist der aktuellste, hochwissenschaftlich bestätigte Stand der deutschen Wolfspopulation. Der deutschen Wolfspopulation, wohlgemerkt, Baden-Württemberg 1. Aber die komplette deutsche, und das ist nach wie vor dieser Streifen von der Lausitz, mehr oder weniger in einer Linie durch und entlang dieser Linie, also schon ein breiter Streifen, der ist ungefähr so breit wie 1,5 mal das Saarland, vergleicht sogar wie 2 mal das Saarland, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und dieser breite Streifen von halt also quasi der ostwestlichsten Ecke über Bayern von Deutschland gerechnet, damit man sich das ein bisschen auf der Karte vorstellen kann, ich kann das nicht besser beschreiben, geht halt dieser breite Streifen Richtung Hannover quasi. So ungefähr. Ne? Richtung Hamburg, Richtung Hannover, da so ein bisschen dazwischen. Und da ist dann auch wieder Schluss. Und entlang dieses Streifens, da ist das Wolfsgebiet, das große, wo dann wirklich immer mal wieder zwischendrin Wolfsrudel vorkommen. Es gibt eine relativ große Population eben tatsächlich um Schneverdingen rum, wo jetzt auch unser Schwarzwaldwolf entsprechend her ist. Und es gibt eben die große, große Wolfspopulation, tatsächlich auch die größte in Deutschland nach wie vor, im Bereich berühmte Lausitz, ne? Dieser Truppenübungsplatz, wo sie damals auch angekommen sind. Und da drumherum, längst nicht mehr nur auf dem Truppenübungsplatz, haben wir auch wieder eine relativ große Wolfspopulation. So, weitere kleine Populationen versprenkelt in mehr oder weniger dem ganzen Land. Auch in Bayern ist hier und da mal eine aufgekreuzt. Und inzwischen, naja, jedenfalls kommen wir auf insgesamt 60 Rudel, 13 Paare und derzeit 2 territoriale Einzeltiere. Besonders letztere schwanken über die Jahre sehr, weil wenn es mal 2 am gleichen Ort werden, puff, sind sie kein territoriales Einzeltier mehr, sondern sie sind ein Paar. Ne? Und dann gibt es auch relativ bald Nachwuchs. Paare bleiben nicht lange kinderlos bei Wölfen. Ne? Weil die haben ja keine Verhütungsmittel und... Gut, was heißt jetzt 60 Rudel? Wie können wir das jetzt auf die Tiere, Anzahl der Tiere so ein bisschen rumrechnen? Naja, in Deutschland sagt man, hat ein Rudel ganz grob und das schwankt naturgemäß bei Wölfen immer sehr stark. So ein Rudel kann zwischen 4 und 20 Tieren ungefähr umfassen. Es gibt auch so ganz riesige Rudel, die haben zum Teil noch mehr Tiere, soll es auch geben. Die gibt es dann aber eher nur im hohen Norden oder unter anderen Sonderbedingungen. Jedenfalls bei uns nicht. Aber ganz grob sagen wir jetzt mal 8 Tiere. Das ist so derzeit der Stand der Forschung. So, jetzt haben wir 60 Rudel, 8 Tiere. Jetzt kann ich natürlich nicht rechnen, aber ich komme da auf... Da komme ich dann auf 480 Tiere aus den Rudeln. So, jetzt haben wir noch 13 Paare, macht 26 weitere Tiere, dann sind wir bei 500 und ein paar zerquetschte. Und dann kommen noch die 2 territorialen Einzeltiere. Unser Schwarzwaldwolf ist da dazugerechnet. Dazu, oder ich weiß nicht, ob der schon drin ist in der Statistik. Die Statistik wird immer relativ... Es dauert immer eine Weile, bis die neue Statistik da ist. Also das ist jetzt die für 16, 17. Also Ende 16, Anfang 17. Es sind inzwischen jetzt schon wieder mehr, ne? Und jedenfalls kommt man dann auf rund 500 noch was bestätigte Wölfe.
Und der springende Punkt ist, das sind die bestätigten Wölfe, die zweifelsfrei genetisch sogar bekannt in irgendeiner Datenbank geführt werden. Soll heißen, wenn einer von denen irgendwo was reißt und das entsprechende Wolfsteam ist rechtzeitig da und kann auch eine Speichelprobe nehmen, die wird relativ schnell zu, die trocknet zu schnell aus, dann kann man keine DNA mehr rausgewinnen. Man muss da also innerhalb von rund 24 bis 48 Stunden, 48 Stunden schon sehr kritisch, aber innerhalb von 24 Stunden kriegt man eigentlich normalerweise schon noch die Speichelprobe, muss man halt da sein und dann kann man sagen, okay, das ist Wolf Nummer so und so viel, in der Datenbank so und so aufgeführt und man kann da halt wunderbar nachvollziehen, welches Rudel treibt sich wo rum, welches Rudel, man kann auch wissen, wer mit wem verwandt ist, kann man auch anhand der DNA problemlos feststellen, welches Rudel frisst viel Haustier, welches Rudel frisst gar kein Haustier, gibt's beides, es gibt auf Haustier spezialisierte Rudel, es gibt Rudel, also mehr oder weniger spezialisiert, wo das halt häufiger mal vorkommt, sage ich jetzt mal, und es gibt Rudel, obwohl die in einem Gebiet mit vielen Haustieren leben, sind die einfach so vorsichtig, dass die gar nicht an Haustiere rangehen, das ist denen zu suspekt. Es gibt also auch sehr wohl bei Wölfen, insbesondere bei so einem intelligenten Tier wie dem Wolf, ist das ja eigentlich selbstverständlich, charakterliche Unterschiede schlicht und ergreifend. Nicht jeder Wolf jagt gleich, die haben da schon einzelne Präferenzen. Der eine isst lieber junges Wildschwein, der andere isst lieber nur Reh, der nächste, der holt sich gerne mal einen Hirsch und so weiter. Also ein Kalb eher oder eine geschwächte alte, ein altes Tier. Die Frau vom Hirsch heißt ja Tier. jedenfalls, ja, solche Sachen. Also das ist die hochoffizielle Zahl. So, jetzt hat jedes dieser Rudel, diese 60 Stück, nur die bestätigten, pro Jahr 2 bis 4 Welpen. Welpensterblichkeit beträgt etwa 50%. Dann haben wir noch so gar keins bis 2 neue Wölfe pro Jahr. So, und das ist ein hochexponentielles Wachstum, weil das so irgendwas bei 60 Rudeln circa 30 neue Wölfe pro Jahr gibt. Die befinden sich also jetzt in, da gibt es für jedes Tier so eine entsprechende Kurve, wie die Population sich entsprechend verhält und irgendwo ist die exponentielle Wachstumskurve und in der befinden wir uns jedenfalls jetzt. Also das ist wirklich ein Wahnsinnszuwachs aktuell. Da kann man sich jetzt fragen, wie viele Wölfe haben denn überhaupt Platz in Deutschland? Ja, das ist schwer zu sagen, beziehungsweise Wolfsrudel müsste man dann eigentlich jetzt eher sagen. Und da gibt es auch eine hochoffizielle Zahl dazu, über die ich mich auch sehr gefreut habe, weil ich die so jetzt auch noch nicht hatte und vor allen Dingen nicht nach aktuellsten Forschungsergebnissen. Nämlich 200 bis 250 Quadratkilometer kann man in Deutschland für einen Wolfsrudel veranschlagen. Man weiß aus vielen anderen Regionen diese Zahl auch ganz genau, aber es gab lange Zeit noch nicht eben einen Durchschnittswert für den Platzbedarf eines Wolfsrudels in Deutschland. Und das schwankt selbstverständlich auch nochmal sehr stark zwischen Schwarzwald und Salzwiesen vor der Nordseeküste. Ne? Grundsätzlich können die überall. Ein Wolf ist ein absoluter Universalprädator, der kann leben in jedem beliebigen Lebensraum, den man sich nur irgendwie vorstellen kann. Da kommt er schon irgendwie zurecht. Es gibt Gebirgswölfe, es gibt Küstenwölfe, es gibt Schnee- und Eiswölfe, es gibt Waldwölfe, gibt's alles. Und mit diesen 200 bis 250 Quadratkilometern können wir jetzt mal ganz schön was anfangen. Wer jetzt zum Beispiel mal im Nationalpark Schwarzwald gewesen ist, ich nehme den gerne als Flächeneinheit, ne? Der hat 10.000 Hektar und ein paar zerquetschte und das sind umgerechnet 100 Quadratkilometer. Sprich zweimal der für unsere hiesigen Verhältnisse, für unsere beengten, in Anführungszeichen, deutschen Verhältnisse, weil so richtig große Wildnisflächen haben wir ja nicht, ist so ein Nationalpark mit 10.000 Hektar. 10.000 Hektar klingt ja auch erstmal super hoch, super viel, wenn man drüber nachdenkt, dass es einen riesen Aufschrei um den Hambacher Forst gibt. Nicht ganz so unrecht, genau genommen sogar sehr zu Recht, wie ich finde, aber der hat 200 Hektar, aktuell noch 200. Lächerliche 200, da passt nicht mal im Ansatz ein Wolf rein. Nicht mal im Ansatz, nicht mal einer. 10.000 Hektar und das nochmal mal 2 beziehungsweise mal 2,5 und dann sind wir beim durchschnittlichen Wolfsrevier. Die Wölfe wollen es nicht enger. Die brauchen den Platz für sich und sind halt sehr territoriale Tiere. Soll heißen, man kann tatsächlich ein Raster mit 250 Hektar Wolfsgebieten über die Bundesrepublik drüberlegen und bekommt dann super unwissenschaftlich und wirklich nicht fundiert, aber man bekommt dann eine grobe Zahl, wie viel Wolfsrudel rein technisch gesehen von der Fläche, wenn man Städte noch mitzählt, bei uns reinpassen würden. Das wäre mal ganz interessant. Hätte ich jetzt eine Ahnung, wie man irgendwelche GIS-Programme, globale geografische Informationssysteme, bedient, könnte man das spaßeshalber einfach mal machen.
für YouTube wäre es wissenschaftlich genug. Also es ist überhaupt nicht wissenschaftlich, es ist viel zu ungenau, viel zu ungenau. Aber für YouTube würde es trotzdem reichen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ne? Also, vielleicht hat jemand Bock, der das kann, zufällig, wer weiß. Aber das ist wirklich mal eine interessante Zahl und ja, damit passen. Aber das kann man zum Beispiel so kleinräumig, kann man das ganz gut anwenden. Wie viele Wölfe passen also so in den Schwarzwald, so wie viele Rudel. Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen die Ortschaften rausnimmt und wirklich nur die Bereiche nimmt, wo wirklich viel Wald ist und so weiter und die Täler auch rausnimmt, weil da ist ja auch viel zu viel Mensch. Ja, dann kriegt man schon so eine grobe Zahl hin, die jetzt nicht mal mehr so super, super, super unrealistisch ist. Und so 20, ja, vielleicht. Schwer zu sagen. Ist unglaublich schwer zu sagen. Und wirklich auch nicht seriös, wenn ich mich überhaupt zu irgendeiner Zahl hinreißen lasse. Der Herr Kollege, der da eben entsprechend, der Experte, der da entsprechend anwesend war, hat sich nicht zu einer Zahl hinreißen lassen. Ich tue es trotzdem, aber ich bin ja auch nicht Doktor. Von daher darf ich das. Muss ich nicht ganz so krass, ne? So. Dann gab es noch ein paar interessante Verhaltenshinweise. Das meiste, was ich bisher erzählt habe, habe ich quasi bestätigt bekommen. Ja, das sieht er ähnlich. Auch die offiziellen Verhaltenshinweise, die es von Seiten des Landratsamts gibt, die eben auch mit der FVA abgesprochen sind, das deckt sich auch mit dem, was ich heute bisher so erzählt habe. Ja, da herrscht überall Konsens, da sind wir uns einig. Es werden keine Angaben gemacht zu Situationen, in denen der Wolf tatsächlich angreift. Soweit denkt man einfach nicht. Ne? Man will die Bevölkerung quasi nicht zusätzlich beunruhigen, dass man erwähnt, dass die Möglichkeit bestehen könnte. Das tut man zwar schon zwischen den Zeilen, so nach dem Motto, ein Wolf ist ein Wildtier und damit immer ein gewisses Maß unberechenbar und braucht immer ein gewisses Maß an Respekt und ist nun mal nicht ungefährlich. Und ja, es kann zu Unfällen kommen, selbstverständlich. Also das sagen sie auch alle. Wie man sich dann genau verhalten soll, wenn es wirklich zu einer aggressiven Auseinandersetzung kommt, das kann man aber wirklich auf offizieller Seite nirgendwo lesen. Gut. Was jetzt noch interessant gewesen ist eben bezüglich dem Verhalten vom Wolf, was ich so noch nicht wusste, was auch mehr oder weniger neue Ergebnisse sind aus der Forschung, die man jetzt eben machen kann, seit es Wölfe in zivilisationsnahen Lebensräumen wieder gibt, wie hier zum Beispiel in Deutschland bei unserer Bevölkerungsdichte. Das wusste man ja vorher nicht. Man hatte einfach gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ein Wolf verhält sich in Alaska so und so. Und bei uns muss er sich jetzt genauso verhalten, was ja Quatsch ist, was wirklich ein ganz anderer Lebensraum ist. Und jetzt inzwischen gibt es da erste Erkenntnisse, in Anführungszeichen, die sind auch noch nicht absolut wasserdicht. Das wird es auch nie geben, weil die Biologie ja generell keine sehr exakte Wissenschaft ist, sondern mehr nur so Richtlinien und weniger Gesetze abgibt, weil Tiere halt immer ihren eigenen Kopf haben. Es geht da ja auch um Individuen. Wir denken in Populationen, aber die Population besteht trotzdem aus einzelnen Individuen und ein einzelnes Individuum innerhalb der Population, auch wenn die Population noch so gut untersucht ist, kann immer noch ein individuelles Einzelverhalten eben an den Tag legen. So, das heißt, inzwischen sagt man fast von Expertenseite, der Wolf sei gar nicht unbedingt scheu, so in dem Sinn, wie man sich das jetzt vorstellen kann. Weil als Raubtier bzw. als Tier ohne natürliche Feinde hat der Wolf keinen klassischen Fluchtreflex. Wenn der also eine potenziell mögliche Bedrohung feststellt, dann rennt er erstmal nicht davon, sondern er guckt halt erstmal, was ist da los. Weil er ist halt nicht gewöhnt, dass er vor Gefahren wegrennen muss. Das kommt im Weltbild eines Wolfs nicht vor. Der steht oben auf der Nahrungskette. Natürlich kann der auch mal wegrennen, wenn er tatsächlich eben angegriffen wird und bedroht wird oder von anderen Wölfen. Da flüchtet der dann auch. Aber flüchten ist erstmal nicht im Standardrepertoire der möglichen Reaktionen, wenn man irgendwas findet, was er noch nicht kennt. Soll heißen, so ein Wolf nimmt uns einfach als, und das habe ich aber auch schon mehrfach betont, als anderes Tier, das im Wald aber für ihn nicht weiter interessant ist, weil er es nicht fressen mag oder kann, nimmt er uns wahr. Einfach als anderes, uninteressantes Tier, in Anführungszeichen. Ein älterer Wolf wird gelernt haben, okay, mit so einem Mensch kann ich überhaupt nichts anfangen, der ist halt einfach auch da und der wird ignoriert. Ein jüngerer Wolf, und das ist der springende Punkt, der wird gegebenenfalls nochmal kommen und mal ein bisschen schnüffeln und sich etwas mehr annähern und Interesse zeigen, weil er uns noch nicht kennt, weil er jung ist und noch nicht weiß, was sind denn wir für ein komisches Tier. Da ist er einfach neugierig. So, und das Ende vom Lied ist jetzt, dass man wohl momentan davon ausgehen darf, dass man, wenn man einen Wolf sieht, in Regionen, wo viele Wölfe unterwegs sind, und das ist jetzt auch neu und eben ein bisschen anders als das, was ich bisher so erzählt habe, dass
ganz normal ist eigentlich, weil es den Wolf nicht kratzt, ob wir den sehen, weil der ist unterwegs von A nach B und der will irgendwo hin. Im Regelfall laufen Wölfe auch wirklich schnurgerade durch die Landschaft und haben irgendein Ziel, was sie sich geruchstechnisch gegebenenfalls rausgesucht haben. Und da wollen sie jetzt hin, dann gehen sie der Luftlinie auch hin durch jedes erdenkliche Gelände, weil die kommen ja auch überall durch. So, und wenn da jetzt eine Straße unterwegs im Weg ist, dann gehen sie da halt drüber, solange kein Auto kommt. Viele Wölfe, erfahrene Wölfe, haben auch gelernt, wie man korrekt über die Straße geht, wenn gerade kein Auto kommt. Die warten dann wirklich ab, bis es eine Lücke gibt und kommen so auch in ganz, ganz vielen Fällen, das kann der Fuchs übrigens auch, unbeschadet über eine Autobahn. So wie wir, wenn wir über eine Autobahn rennen müssten, was wir normalerweise nicht tun, weil wir wissen, dass das scheiße gefährlich ist, aber wenn wir es müssten, dann würden wir es genauso tun, wie das ein erfahrener Fuchs oder ein Wolf tut. Ein erfahrener Wolf. So, und dass man dann halt eben so einen Wolf mal sieht, insbesondere vom Auto aus, weil ein Auto nicht als Mensch wahrgenommen, schon gar nicht mal als Mensch wahrgenommen wird, das ist einfach nur ein Objekt, das sich bewegt. Wie ein Wolf ein Auto sieht, wissen wir nicht. Wir können es uns nicht erklären, jedenfalls sieht er keine Veranlassung, vor einem Auto zu flüchten. Ein Zusammenprall mit dem Ding wird er vermeiden wollen, das ist ihm auch klar, dass das wehtun würde, aber ansonsten tut so ein Auto nichts. Das fährt von A nach B durch die Gegend immer nur auf einer Straße. Ist damit ein relativ gut kalkulierbarer Gegenstand, Objekt, was auch immer, was in die Lebenswelt eines deutschen Wolfs, der hier geboren ist, dazugehört. Der kennt das ja nicht anders. Autos ist der gewöhnt, seit er ganz klein ist. Und ja, deswegen, warum soll der jetzt groß vor einem Auto ausweichen, vor einem Auto Angst haben? Und das Gleiche gilt halt, wenn man dann ein etwas erfahrener Wolf ist, für auch so einen Mensch. Wenn so ein Mensch im Wald spazieren geht oder sonst wie, ja gut, da ist halt wieder so ein Mensch. Wegen dem bleibe ich jetzt nicht stehen oder wegen dem mache ich jetzt nicht einen Umweg von 200, 300, 400 Metern, damit der mich nicht sieht oder solche Sachen. Also deswegen ist die Zunahme der Wolfssichtungen überhaupt nichts Besorgniserregendes nach aktuellem Forschungsstand, sondern das ist dem einfach scheißegal, ob wir den sehen oder nicht. Weil wir tun ihm ja auch nichts, er wird ja nicht bejagt. Das heißt, wir sind für den einfach neutral. Das ist so der aktuelle Forschungsstand. So, und dann nochmal eine wichtige und interessante Zahl, und dann haben wir es aber auch bald. 30 Meter ist tatsächlich die Distanz, die sich so ein Wolf, also unter die sich so ein Wolf nicht annähern sollte. Sollte einem ein Wolf näher als 30 Meter kommen, ist das der springende Punkt, wo man dann so ein bisschen besorgt sein darf. So. Weil da handelt es sich dann entweder eben um das junge Tier, das wirklich nur neugierig ist, was dann im Regelfall harmlos sein dürfte. In 99,9% der Fälle wahrscheinlich harmlos, sagen wir mal nur 99,0, so, das meine ich, Prozent der Fälle, sagen wir mal so, wahrscheinlich total harmlos und bei 1% der Fälle gegebenenfalls vielleicht ein kleines bisschen gefährlich. Nicht gleich so, dass es eskaliert, aber vielleicht ein kleines bisschen gefährlich. So, bei jungen Wölfen. Bei erwachsenen Wölfen, wenn sich die einem absichtlich nähern und näher kommen, dann ist es eine schwierige Situation, weil erfahrungsgemäß meistens, was man auch aus anderen Ländern weiß, sind das Wölfe, die positive Assoziationen mit Menschen gemacht haben. Soll heißen, die sind irgendwann mal gefüttert worden. So, weil dann denken sie, okay, Mensch ist eine potenzielle Futterquelle, der muss mir jetzt was zu essen geben. Das machen Menschen so. Und wenn dieser Mensch da jetzt da das nicht tut, dann kann man ja schon mal sauer sein. So, ey Mensch, ihr Menschen gebt doch Futter, jetzt gibt Futter. Du gibst nicht Futter, das ist aber nicht nett von dir, dann bin ich jetzt sauer. So, wenn man das jetzt wirklich mal ganz bescheuert und vermenschlicht darstellen möchte, aus dieser Erwartungshaltung des Wolfs kann dann schon mal das Missverständnis entstehen, dass der dann halt irgendwie aggressiv reagiert. Deswegen wäre es halt wirklich unglaublich wichtig, und das betonen auch immer wieder sämtliche Ämter und sämtliche Wissenschaftler, die mit dem Wolf zu tun haben, dass es wirklich wahnsinnig wichtig ist, den Wolf auf keinen Fall anzufüttern, dem auf keinen Fall was zu essen zu geben und ihm sonstige Gelegenheit zu geben, eine positive Assoziation mit uns Menschen eben entsprechend zu machen. Ihn beobachten, mit ihm sprechen, das ist noch in Ordnung, aber niemals irgendwas geben, womit er was anfangen kann, sprich Nahrung. Ob wir mit dem quatschen, ob wir den anhimmeln, ob wir dem in Babysprache anreden oder nicht, das ist alles völlig egal. Aber niemals was zu essen geben. Und damit, weil das so unglaublich wichtig ist, dass die Wölfe auf keinen Fall Nahrung mit uns assoziieren, also in längerer Überlegung dann auch irgendwann das Mensch gleich Nahrung, sprich so ein Mensch könnte man ja auch mal probieren, dass das auf keinen Fall passiert, müsste man halt wirklich
gerade auch für uns Outdoor-Menschen sehr darauf achten, dass man in Wolfsgebieten oder in Fastwolfsgebieten oder wenn man sonst irgendwie das Gefühl hat, es könnte ein Wolf in der Nähe sein, seine Nahrungsmittel super wolfsicher verwahrt, wenn man eben entsprechend draußen in der Landschaft pennt, dass der da auch nicht reinkommt, dass das nach Möglichkeit nicht mal riecht. Soll heißen, irgendwelche Vakuumbeutelchen, irgendwelche Beutel, die man quasi in der Landschaft noch plus minus vakuumieren kann, da geht dann auch kaum noch Geruch raus. Das wäre jetzt so meine erste Überlegung, was man denn als geruchssichere Verpackung für Nahrungsmittel eben entsprechend verwenden könnte. Gilt natürlich insbesondere für fleischhaltige Nahrungsmittel, aber auch alles andere, was irgendwie interessant riechen könnte, wo der Wolf auf die Idee kommt, das kann man vielleicht essen. Ein Wolf ist kein Bär, ein Wolf wird wahrscheinlich keine Seife mögen und auch keine Zahnpasta und so ein Kram. Bären sind ja Allesfresser, die probieren wirklich alles, was da ist. Aber insbesondere eben bei Fleischprodukten ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Ob man ein bisschen Müsli rumliegen lässt oder ein paar Haferflocken und so weiter, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ihn das nennenswert interessiert. Es gibt tatsächlich auch einen statistischen Wert, wie viel Gemüse so ein Wolf denn futtert. 0,2 Massenprozent seiner Gesamtnahrung ist Obst. Also es kommt vor, dass mal in irgendeinem Moment, wo er gerade mal Bock hat, so ein Wolf mal am Apfel beißt. Zum Beispiel. Ne? Aber deswegen muss man keine Angst haben, dass nur wenn man jetzt einen Apfel neben dem Lager liegen hat, das jetzt der Apfel ist, der 0,2 Apfel in der pro Jahr mal futtert. Ne? Also das ist unwahrscheinlich. Da muss man sich also auch keine Sorgen mehr machen. Ja, mehr habe ich auf meinen hässlichen gelben Zetteln hier. Sind noch ein paar mehr, egal. Ich hatte nichts Besseres zu schreiben. Ich habe mir einfach erst beim Aus dem Haus gehen das Erstbeste gegrabt, womit man einigermaßen Notizen machen kann. Und war nicht schön. Nächstes Mal wieder mein schönes Notizbuch mitnehmen. Aber das ist so groß, passt nicht in die Hosentasche meiner neuen Hose. Und dann unglaublich wichtige Informationen, gell? So, ja, wir sind durch. Damit seid ihr hoffentlich wieder auf dem neuesten Stand, was die Wolfsforschung tut. Der Baden-Württemberg-Bezug ist halt eben der Tatsache geschuldet, dass ich es immer super interessant finde, Baden-Württemberg als Beispiel zu nehmen, weil ein bisschen egoistisch, ich wohne da, ne? Zweitens, der Wolf kommt ja erst hierher. Wir haben hier also in diesem Bundesland die luxuriöse Situation, die Besiedlung einer Landschaft durch den Wolf im Initialstadium erleben zu dürfen. Ist natürlich besonders interessant zu beobachten. Deswegen Baden-Württemberg. Jetzt aber wirklich, lasst euch nicht betüxen, war genug für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.